Hallo ihr Lieben, heute soll es um den Lesemonat Juni gehen. Viel Spaß beim Video. Das erste Buch meines Lesemonats war Drei Schritte zu dir von Rachel Lippincott, Mickey Daughtry und Tobias Iaconis. Genau, das ist aus dem DTV Verlag, hat ungefähr 304 Seiten und war mein erstes Buch. Dazu gibt es ja auch den Kinofilm, beziehungsweise war es hier in dem Fall so, dass zuerst das Drehbuch geschrieben wurde und dann der normale Roman. Und in Drei Schritte zu dir oder im Englischen Five Feet Apart geht es darum, dass Stella an Mukoviszidose leidet und auf der Warteliste steht für eine neue Lunge. Diese Krankheit schränkt ihr Leben enorm ein, denn mit ihr sind sehr häufige Krankenhausaufenthalte verbunden. Doch sie muss es nicht ganz allein durchstehen. Neben ihrer Familie hat sie auch noch ihren besten Freund Poe kennengelernt, der ebenfalls an Mukoviszidose leidet. Und ja, damit durchsteht sie den Krankenhausalltag, kennt auch alle per Du und ist sehr, sehr organisiert. Also sie nimmt ihre Krankheit unfassbar ernst. Kurz darauf begegnet sie Will, denn dieser wurde neu im Krankenhaus aufgenommen. Doch im Unterschied zu den anderen Mukoviszidose-Patienten hat er keine Chance auf eine neue Lunge. Er nimmt an einer Studie teil, beziehungsweise an einer neuen Therapiemöglichkeit, aber an sich ist Will da komplett, hat die Hoffnung komplett aufgegeben und möchte mit dem, was ihm noch bleibt von seinem Leben, lieber die Welt kennenlernen und nicht nur die Krankenhäuser von innen. Denn Will leidet zusätzlich neben Mukoviszidose noch an einem Bakterium, B. cepatia. Und ja, ich glaube im Buch stand so etwas dazu wie, ja, B. cepatia frisst Penicillin zum Mittagessen. Also ein sehr, sehr hartnäckiges Bakterium. Und dementsprechend heißt es, wenn man als Mukoviszidose-Patient Will begegnet, Abstand halten. Abstand halten, die Sicherheitsvorkehrungen beachten und am besten noch einen Mundschutz tragen. Ja, also jetzt zu meiner Meinung. Das Buch hat mich wahnsinnig berührt. Aufgefallen ist es mir durch dieses wunderschöne Cover, das eine Art Lunge darstellt, aber wunderschön verziert. Und ja, ich fand einfach auch, die Protagonisten waren so authentisch, so echt. Und ja, mit einer Weise, das Buch lässt einen nicht total in der Tragödie versinken. Man weiß, was die Protagonisten für eine Krankheit haben, wie es sie einschränkt. Aber obwohl sie so geringe Lebenschancen haben und eine Lunge verlängert ihr Leben halt auch nur um 5 Jahre. Aber das sind 5 Jahre, deren Bedeutung die Patienten absolut bewusst ist. Und das ist eben auch Stella bewusst. Und dafür gibt sie alles. Sie hat eine App entwickelt, mit die Dosis und auch die Einnahmezeit ja, sozusagen koordiniert. Und sie ist sehr, sehr organisiert und ordentlich, was das angeht. Sie war mir auch sofort sympathisch. Also, ja. Und wenn das schon der Fall ist, ich mochte auch beide Sichten auf diese Sache, da Stella und Will doch sehr, sehr anders denken, komplett anders über ihre Krankheit denken und ja, es ist einfach wundervoll. Und dann geht es halt nicht nur um die Krankheit, um Stella und Will, sondern wir haben hier auch noch andere Geschichten. Also Poe spielt auch eine wichtige Rolle und man bekommt auch einen Einblick in Stellas Familienverhältnisse und es hat mir unfassbar Spaß gemacht, das Buch zu lesen, in die Geschichte einzutauchen, mitzuleiden. Und ja, den Film musste ich mir natürlich dann auch kurz darauf im Kino anschauen. Ja, und auch hier, die Atmosphäre im Film, die Schauspieler, es ist alles sehr ruhig gehalten und doch, ja, wird man hineingezogen in den Film. Ich war dann wirklich total drin. Er stimmt nachdenklich. Man weiß zu schätzen, was Gesundheit bedeutet und was passiert, wenn uns und wie man sich fühlt und welche Gedanken man hat, sobald die Gesundheit dann nicht mehr in diesem Sinne vorhanden ist. Ja, ich mochte die Interaktion zwischen und die Dialoge zwischen Stella und Will.
auch wie nah der Film am Buch dran war. Schade war, dass am Ende im Nachspann oder irgendwie noch eine Szene gefehlt hat, die man hätte noch dran schieben können, weil das wäre einfach noch so der runde Abschluss des Filmes gewesen, weil sie im Buch eben vorhanden ist. Und das fand ich total schade, dass wir die nicht mehr sehen konnten. Aber ansonsten ganz, ganz toller Film und super empfehlenswert. Also verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich hat mich das Buch auf Mukoviszidose aufmerksam gemacht. Ich habe davon vorher schon gehört, aber im Detail, was die Krankheit wirklich bedeutet, ist mir erst durch dieses Buch bewusst geworden. Und schon damit ist es für mich ein 5-Sterne-Buch. Das nächste Buch in meinem Lesemonat ist Stephen King, The Green Mile. Und ihr habt es vielleicht schon kennengelernt in meinem All-Time-Favorites-Book-Tag. Es ist auf jeden Fall eines meiner All-Time-Favorite-Books und das aus sehr, sehr vielen Gründen. In The Green Mile geht es um den Todestrakt im Staatsgefängnis Cold Mountain und um Paul Edgecombe und seine Kollegen. Denn diese werden in den 1930er Jahren mit einem Häftling konfrontiert, der sie zum Nachdenken anregt und einfach auch Fragen zurücklässt. Denn John Coffey, wie das Getränk nur anders geschrieben, wer den Satz kennt, der weiß, warum ich das jetzt sagen muss, wird eingeliefert bzw. in den Todestrakt versetzt und er hat laut Anklage zwei junge Mädchen entführt und auf brutalste Weise getötet. Er ist sehr, sehr, sehr riesig, riesengroß, farbig und im Buch wird er als zurückgeblieben betitelt unter anderem. Und trotzdem, als Paul Edgecombe sich mit ihm auseinandersetzen muss, mit ihm spricht, merkt er ist charakterlich doch ganz, ganz anders. Er ist sehr zurückhaltend bzw. still. Er sagt nicht viel, schreckhaft und zunehmend merkt man, wie herzensgut John Coffey eigentlich ist. Und dann fragt man sich, wie kann ein solcher Mann, ein so ruhiger und herzensguter Mann, ein so furchtbares Verbrechen begehen? Und am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer. Ich habe auch nicht jede Episode wirklich zuordnen können, da das auch mein erster Stephen King ist. Und es war erst schwierig zu wissen, warum hat das jetzt Bedeutung, warum wird das denn jetzt so lange ausstaffiert, erklärt und beschrieben. Aber am Ende wurde alles zusammengefügt, es war stimmig. Im Nachhinein fand ich die Episoden über Mr. Jingles einfach so süß. Und also John Coffeys Schicksal war hier nicht der einzige Punkt. Ich fand den Einblick in die Routine, in den Alltag der Gefängniswärter, auch im Todestrakt und der Umgang mit den Gefangenen. Hier ist so eine Fliege, deshalb muss ich ab und zu mal so machen. Einfach so, so authentisch und spannend. Ich war absolut fasziniert einfach von dem Buch. Auch weil mich das Thema Todesstrafe schon öfter beschäftigt hat und da war das doch eine nahestehende Wahl, dieses Buch mal zu lesen. Vor allem, weil der Film eben auch dazu noch existiert und der Film ist einfach auch großartig. Viele sagen, er ist zu lang, aber der Film wird sonst dem Buch niemals gerecht, wenn er nicht so lang wäre. Und absolute Empfehlung, 5 Sterne, Highlight, All-Time-Favorite. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr sagen muss dazu. Das nächste Buch im Juni war Anne Freitag, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Heine Fliegt und mit knapp über 400 Seiten. Es ist schwierig, diese Geschichte irgendwie in Worte zu fassen, denn es war irgendwie das, was ich erwartet habe und irgendwie auch mehr. Einfach mehr von allem. Es geht hier um Rosa, Frank und David und um die Beziehung zwischen ihnen. Beziehungsweise wie sich ihre Beziehung entwickelt. Und man weiß einfach, am Ende werden alle drei Australien verlassen und sie werden sich um 180 Grad, um 360 Grad verändert haben. Zunächst
geht es um Rosa und Frank, die sich kennenlernen, die alleine unterwegs sind und beschließen, die nächsten Wochen, Monate gemeinsam weiterzureisen. Doch relativ schnell klickt sich David dazwischen, denn dieser ist mit Frank sehr gut befreundet und möchte dazu stoßen. Und was so nach typischer Dreiecksbeziehung klingt und nach Eifersucht und nach allem, findet man auch, aber auf eine andere Art und Weise. Also es ist sehr, sehr schwer zu erklären, wie sich die Beziehung zwischen den dreien beschreiben lässt, denn man muss es einfach gelesen haben. Neben den wunderschönen Kulissen in Australien, macht es einfach total Spaß, den dreien zu folgen, ihren damit verbundenen Auseinandersetzungen, wenn sie zu dritt reisen müssen wollen. Und David, der einfach dazwischenfunkt und nicht recht weiß, ob das jetzt so eine gute Idee war. Am Ende muss ich sagen, es hat mich überrascht. Ich dachte, ich wüsste den Ausgang dieser Geschichte, aber lag komplett falsch. Ich muss aber auch ein bisschen einlenken und sagen, wer sich nicht komplett auf Geschichten einlassen kann, also der wirklich ein Buch danach bewertet, ob das Buch seine Erwartungen erfüllt hat oder nicht, der könnte hier dann gegen Ende ein paar Probleme bekommen. Das ist aber nur meine Meinung, denn ich bin dann doch schon so, ich lasse mich total gerne überraschen, ich lasse mich in andere Richtungen ziehen, locken und bin dann umso erfreuter, begeisterter, wenn dann komplett etwas anderes herauskommt, als ich erwartet habe. Und das Buch ist voll von wundervollen Gedanken und Sätzen. Ich habe mir sehr, sehr viele Stellen markiert. Es wird nicht der letzte Freitag sein. Und wer sich für die Themen Liebe, Freundschaft, das unaufhaltsame Erwachsenwerden interessiert, auf ein ganz, ganz großartiges Setting setzt, wie Australien, der ist mit dem Buch sicherlich sehr, sehr gut dran. Und dem wünsche ich auch ganz viel Spaß, das Buch zu entdecken. Ich fand es toll. Ich hatte nur ein Problem am Anfang, nämlich meine innere Lesestimme. Das klingt vielleicht blöd, aber wenn ich Bücher lese, habe ich dann doch irgendwie eine Stimme im Kopf. Und die klang für mich am Anfang sehr monoton, sehr hart, sehr abgehackt. Aber mit der Zeit fand ich die Stimme. Die Stimme zu den jeweiligen Protagonisten. Das ist ganz schwierig. Meistens ist es so, dass ich sie sofort hab, klick, und wenn ich schnipsen könnte, hätte ich geschnipst. Aber es macht dann halt einfach klick. Und hier hat es ein bisschen gedauert. Aber dadurch, dass die Kapitel sehr kurz sind, entwickelt sich das sehr schnell. Und die Stimmen kommen ganz schnell und schon war ich drin. Also, 4 von 5 Sternen für dieses Schätzchen von Anne Freitag. Den Abschluss des Lesemonats macht Bianca Iosivoni mit Falling Fast. Es gibt kaum eine Plattform, auf der ich Falling Fast nicht schon gesehen habe. Aber das macht nichts. Das bringt mich eher dazu, das Buch noch dringender lesen zu wollen. Und ich hätte es sowieso gelesen, denn es ist Bianca Iosivoni. Ich habe ihre Fürstsreihe verschlungen. Sturmtochter liegt noch da, aber wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Denn ihr Schreibstil ist einfach, er ist einfach. Er ist flüssig zu lesen. Man kann sich so gut in die Protagonisten hineinversetzen, ihnen zusehen, sie verfolgen. Man fühlt sich als Teil der Geschichte und das macht es einfach besonders. Hier geht es um Hayley DeLuca und sie ist unterwegs auf einem Roadtrip durch die USA, um mutig zu sein. Also sie setzt sich Situationen aus, die sie sonst eher vermeiden würde und kommt dabei in Fairwood an. In Fairwood muss sie leider stranden, denn ihr Auto streikt und durch einen Zufall lernt sie Chase kennen. Das heißt, sie geht auf ihn zu, denn sie will einer unangenehmen Situation entgehen und er ist so ein bisschen ihr Anker, um da zu entfliehen. Es dauert nicht lange, sie begegnen sich wieder und stellen fest, dass sie eine Gemeinsamkeit haben. Und dabei
schauen wir einfach zu. Wir verfolgen, wie sich die Geschichte entwickelt, wie sich ihre Zeit in Fairwood ja, entwickelt und gestaltet. Ja, und es gibt einfach einige Szenen darin, da wird man zu Tränen gerührt. Bianca schafft es, so wunderschön zu schreiben, die Gefühle und Gedanken auf so berührende Weise auszudrücken, dass nicht immer die Augen trocken bleiben. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass es im Buch auch ein paar Längen gab, die sich gezogen haben. Da hätte es ruhig auch ein bisschen prägnanter und kürzer sein können. Doch insgesamt macht das überhaupt nichts, besonders wenn man dann zum Schluss kommt und einige Szenen und Äußerungen nochmal in einem komplett anderen Licht betrachten muss. Und man einfach so diesen Aha-Moment hat. Und plötzlich hat jedes Wort eine andere Aussage noch, eine andere Bedeutung. Und das hat mich wirklich am Ende komplett überrascht und baff gemacht. Also, und auch sprachlos hinterlassen. Und ich dachte einfach nur so, was? Wie kann das sein? Ich freue mich auf Band 2. Ich brauche Aufklärung. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und ja, ganz, ganz tolles Buch. Durch die Längen hat es sich ein bisschen gezogen. Und ich muss auch zugeben, dass ich dann ein bisschen schneller gelesen habe als sonst. Aber das macht nichts. Gegen Ende war es wieder grandios. Überraschend. 4 von 5 Sternen für dieses tolle Buch und sieht außerdem auch noch großartig im Regal aus. Das war mein kleiner, aber feiner Lesemonat Juni. Habt ihr vielleicht schon eins der Bücher gelesen? Habt ihr eine andere Meinung dazu? Dann schreibt es in die Kommentare und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.